Willkommen zurück, liebe Leute. Wir haben jetzt gerade noch hier hinter dem, hinter der Uhr den, Schildschlüssel? Helmschlüssel? Nee. Den Dachbodenschlüssel bekommen. Ah, das Schlafzimmer. Ich habe lange nicht mehr das gemacht, habe bestimmt irgendwas verpasst. Ja, dann gib mal Para. Kann er so weit fliegen? Ich hoffe. Ja, gerade so. Du hast den Kampfrauschorden erhalten. In einem Notfall erhöhst du deine Angriffskraft um 4. Das ist natürlich ein Orden, den rüste ich doch sehr gerne auf. Wie viel braucht er denn? Wo ist er denn? Rabatt? Nee, Kampfrauch braucht einen. Kann auf Stachel raufspringen. Vermeider. Macht es dir leichter, einen Angriff auszuweichen. Stimmt, das habe ich die ganze Zeit aktiviert. Kampfrausch ist 1. Powerhauer. Komm, mach den Schrumpfer weg, den nutze ich eh nicht. Ich mach lieber diesen passiven Kampfrausch-Ding, weil das kann nützlich sein, aber es ist tatsächlich nicht das, was ich gesucht habe. Das wäre das Schlafzimmer und hier würde ich jetzt ein Geheimnis finden, aber es war einfach nur ein Bonus. Also, weiß ich nicht. Ist ja offensichtlich ein Schlafzimmer, würde ich was behaupten, aber ich weiß nicht. Falsch. Das muss ich machen. Ja, gib mir ein Bu. Ich frage mich aber auch, ob wir das Aufstufungsding, einen Aufstufungsding verpasst haben oder ob es einfach noch kommt. So einfach nur so aus Interesse halt. Ich frage für einen Freund. Ahornsirup, sehr gerne. Kommen wir wieder wachen? Erstmal nicht. Nö, okay. Okay, aber ich sagte auch, der Schlafzimmer ist in der obersten Etage und. Was ist das? Schnüff, schnüff. Irgendetwas ist hier faul. Nicht bewegen, ganz wichtig. Ich hab Angst, okay. Hallo. Ich wollte gegen ihn kämpfen. Ah, für sie kein Geld, cool. Für sie kein Geld. Das war sehr knapp. Komm, lauf bitte an mir vorbei. Lauf bitte weiter. Okay, kriegen wir wahrscheinlich einen Schlüssel gleich hier in dem Raum. Bombett, ihr wisst Bescheid. Ganz, ganz viele Gegner. Oder ist es okay? Bringt mir halt Erfahrungspunkte. Und Erfahrungspunkte sind schöne Punkte. Was mache ich denn für einen Angriff?
Ja, dann kann ich die einfache Bombe gegen den Typen benutzen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Muss natürlich auch komplett auffüllen. Ansonsten hätte mir das, wäre das Verschwendung von Punkten gewesen. So ein 6 ist Level up. Mit einem Bosskampf Level up, das ist auf jeden Fall. So, reicht eigentlich auch. So. Falls ich die Bombe jetzt verkacke, aber ich dann stirbt der trotzdem. Also, außer ich verkacke die richtig hart, dann stirbt der auch nicht, aber so. Ich denke, vorm Boss wird auf jeden Fall nochmal so eine Dingens sein. Heilblock. Warum bekämpfe ich die alle? Wow, nur einer. Das Spiel will mir erklären, dass das gerade von Unsinn hier treibt. Aber wie gesagt, die Idee ist halt eigentlich, an allen vorbeizulaufen, aber ich will halt die Erfahrungspunkte haben, ganz einfach. Aber wie gesagt, ein Bomben, Erstangriff ist halt immer ganz gut, weil das trifft halt schon mal hart. Logischerweise. ein bisschen verarschen. Ja, muss auch nah genug rangehen. Ist okay, verstehe ich. So. Ich brauche gar nicht aufladen, den Stoß. War ich mir beim letzten Mal einfach nicht sicher. So reicht nämlich. Ich will die Erfahrungspunkte haben, ganz einfach. Da bin ich abgerutscht. So, dann mache ich halt so. Das ist noch ein Gegner. So, zumindest ein Gegner, ein oberweltmäßiger Gegner. Trifft er mich auch noch. Und sind es auch wieder mehr? Oh. Ja, dann machen wir kurz einen Prozess mit einem Erdbeben. Und einer Bombe. Oh, das war knapp. Ich hoffe wirklich, dass ich vor dem Boss nochmal. Weil ich muss speichern können und mich aufladen können. Das andere wäre dumm. Wenn es vom Boss nicht kommt. Aber wir sind immer in einem Schlafzimmer. Aber das ist in der obersten Etage. Und falls es noch nicht die oberste Etage ist, dann. Naja, es ist halt noch nicht die oberste Etage. Oh, komm, wird einfach rein. Ah, hier. Meine erwähnte Heilung und Speichermöglichkeit. Aber warum muss man immer irgendwie zum Schlafzimmer kommen? Und leider das Schlafzimmer ist in der obersten Etage. Das heißt, der eine Raum, wo wir nicht waren, ist einfach wirklich nur komplett optional und nicht das Schlafzimmer, was wir gesucht haben. Ich will mal gucken. Ich hab Angst, okay. Das sieht nach seinem Schlafzimmer aus. Ich glaube, ich könnte Ärger kriegen.
Der Stern ist fort und außerdem glaube ich, dass jemand ins Schloss eingedrungen sein muss. Ich will König Bowser nicht verärgern, er ist unheimlich. Zwar hat er mich unbesiegbar gemacht, aber wenn ich das hier vermassele, macht er mich sicher wieder zu dem, was ich vorher war. Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Was macht Mario da? Apropos Schönheitsschlaf. Gobario muss bestimmt gleich scannen. Hallöchen, ich bin Igitti. Ein treuer und gesprächiger Gefolgsmann von Meister Toba Bloba. Mein außergewöhnlich wichtiger Job ist es, seine Wertsachen zu bewachen. Aber du siehst ja gar nicht aus wie Meister Toba Bloba. Das bedeutet Alarm. Alarm. Der Tür zur windigen Mühle. Stimmt, stimmt. Was ist hier los? Tublo, rauf! Tublo, lass mich hier verschwinden. Stimmt, stimmt, da war ja das. Das Schloss der Windmühle, da war noch was, das stimmt. Hey du Dieb, halt! Danke, ja, das hilft mir eigentlich ganz gut. Wobei, ich hab alles mitgenommen hier, das hat sich nicht verpasst. Wobei, wenn ich da links hoch will, da kann ich immer noch hochspringen. Ach, keine Ahnung. Wird schon alles erreichbar sein, falls mir irgendwas fehlt. Ach, wie Mario da runterläuft, geil. Das gefällt mir, das ist ein cooler Move. Hi. Los, geh raus. Da ist jemand nicht begeistert. Endlich haben wir Toba Blobas Schloss erreicht. Seid ihr alle bereit? Seid tapfer, wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um Lady Boo zu helfen. Aber was können wir tun? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Nerven wegzuschmeißen. Unsere geliebte Lady kämpft gegen Toba Bloba. Wir dürfen nicht zögern. Sofort zurück! Was ist das für ein Geräusch? Toba Bloba ist hinter dir her und jetzt auf der anderen Seite des Tores? Oh. Was? Du sagst, dass du Toba Blobas Schwachpunkt herausfinden könntest? Oh, natürlich, die Windmühle am Fuß des Hügels. Muss ich beeilen, lauf schnell. Oh. Speichern wir nochmal ab. Nicht, ich will speichern. Ja komm, die könnten die einfach durchlassen. So schnell ist er jetzt auch nicht. Ja, ja, ist gut. Will ich gegen Gegner kämpfen? Ich weiß ja nicht. Strategie, Mitglied wechseln. Ja, Verteidigung 3, die ganzen Säcke, ne? Da war ja was. Powerbombe. Okay, was machst du jetzt? Ich muss keinen Schaden einstecken, aber gut. Ich glaube, Multisprung ist 2 und Erdbeben ist außer. Wir einfach Erdbeben, das killt alle. Oh, das sind viele Erfahrungspunkte. Dankeschön, Dankeschön. Da hast du schon ein bisschen Bock, gegen die Gegner hier zu kämpfen. Ich
Ich wollte eigentlich an ihm vorbei, glaube ich. Na komm. Powerbombe, wir kommen gleich nochmal so einen Heilblock vorbei, von daher. Einfach mal gönnen. Okay, die geben nicht mehr so viel. Aber stimmt, diese Steindinger, die haben mir immer viel gegeben. Gegnerischer Erstangriff gefällt mir nicht. Na komm, gönn Erdbeben. Wir kommen gleich in diese Siedlung, da können wir uns ja dann nochmal heilen. Von daher. Aber hey, die ganzen Erfahrungspunkte, die diese Typen geben, die will ich mir nicht aus dem. Nicht entgehen lassen, ganz ehrlich. Ist der Typ eigentlich irgendwie auf dem Fersen, habe ich gerade Ruhe? Also die Musik signalisiert mir, dass ich keine Ruhe habe, aber. Naja, ich weiß ja nicht. Komm, natürlich habe ich jetzt keinen Bock. Aber auf dich habe ich Bock. Aber wenn es cooler gewesen wäre, wenn ich ihn angegriffen hätte, aber gut. Ja. Macht halt, glaube ich, keinen Schaden sogar. Nö, schade. Ungünstig das alles. Warte, ich mach. Ich kann keine Sternheilung. Item. Wir haben noch hier Items. Komm, wir nutzen das jetzt einfach mal. Nicht so geizig sein, Temple. Einfach machen. Und dann kann nämlich Bombett einfach jetzt alle killen. Wenn ich den ordentlich auflade, dankeschön. Ihr wisst, was ich wollte. Das ist nur einer, das ist ja. Skandalös. Bombett. Bombe. Oh, was mache ich denn? Oh. Hammer. Ja, bringt mir halt nichts. Macht halt nur Schaden. Ah, das ist nicht gut. Wir müssen jetzt aber auch kein Item mehr benutzen. Jetzt bin ich wieder ein bisschen geizig, weil, naja, es kommt ja nicht mehr so viel, wisst ihr. Das kommt jetzt noch. Nee, wie kommt? Jetzt kommt doch schon ins Dorf, ne? Ja, sehr gut. Hubba Bubba ist auf dem Wege hier. Dankeschön, das brauche ich. Kann gleich nochmal richtig reindonnern. Zum Level Up. Nochmal speichern, weil warum nicht? Würden wir in FD auch tun, wenn wir auf der Konsole spielen würden. Immer speichern. Ganz wichtig. Speicheln.
Tschüss, Bombett. Ich hab gesprungen, aber die Codierung wollte gerade nicht. Was war das? Oh, jetzt hab ich ja ein bisschen bekommen. Mach noch einen Body Slam. Wir haben gleich ein Level ab, jetzt können wir die BP raushauen, wie wir was. Apropos BP. Ich denke, ich werde einfach mal auf KP gehen. Vielleicht irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, mit Geilkind, der hätte irgendwie, keine Ahnung, nur einmal das Power-Up gemacht, also nur einmal KP erhöht, aber ich brauche mehr KP-Erhöhung. Eintritt verboten. Okay. So, Bombett macht dein Ding. Wie gesagt, wir können jetzt alles rausballern, keine Sorge. Kein Stress. Wir kriegen das gleich alles wieder und ich denke mal, ich werde nochmal auf KP gehen. Das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich auf KP gehe, aber... Ja, Orden ist halt irgendwie auch gerade so ein bisschen, ja... Nicht so in Frage eigentlich, ne? Wobei eigentlich schon. Eintritt verboten, ehrlich, okay. Oh, ich will nicht drüber reden. Warum? Eine komplette Verschwendung. Erhöht das überhaupt die Angriffskraft? Ja, doch, ja, okay. So. Eigentlich schon eine Grenze. Erst am besten Bosskampf, damit der. Damit es richtig lohnt zum Level ab, versteht ihr? Aber auch ein Trockenpilz. Jetzt aber, Eintritt verboten. Okay. Wer bist du? Was? Mario? Hat dir jemand gesagt, dass ich Tobabulobas geheime Stärke bin? Hat dir jemand ausgeplaudert, dass der Tobabulob am Schloss nur eine leere Hülle ist und... diese von hier aus kontrolliert wird? Man kann niemandem mehr vertrauen. Ich kann dich nicht mit dem Wissen über meinen unbezwingbaren Körper von hier gehen lassen. Tut mir leid, aber du musst jetzt da durch. Was war das gerade für eine Kameraperspektive? Der ist natürlich gut, dass ich erstmal das Mitglied wechseln muss. Aber hey, wie gewünscht, kriege ich den Boss. Das ist Tobas Herz. Man könnte auch sagen, dies ist das Herz von Tobas Geheimnis. Ha. Okay, war nicht so lustig. Maximal KP 50, Angriffskraft 6, Verteidigung 0. 12 KP anziehen. Versuche es zu schlagen, bevor es diese Attacke nochmals anwendet. Glaub mir, sie ist äußerst gefährlich. Hehehe, ich führe einen besten Attack aus. Du kannst unmöglich ausweichen. Okay, jetzt lädt er sich auf, das macht das 12 Schaden. Schwächt die Abwehrkraft, der hat keine Abwehr, ne? Das hat keine Abwehr. Ja, hätte ich mal den Schrumpfer. Witzig. Ne, komm, ich geh mal auf Bu. Spuk. Ja, Spuk funktioniert bestimmt beim Boss. Hey du, Geisterlady, du siehst sehr lecker aus. Bleib doch nach dem Kampf noch ein bisschen hier, vom Kämpfen werde ich immer hungrig. Hättest du wohl gern, du hast keine Chance, du geisterfressender Vollidiot. Mario, jetzt ist es wirklich böse, lass uns das Ding verdreschen. Jetzt lädt sich der Freshdax wieder auf. Das ist ein...
Hammer. Der Buu kann... Die kann auch unsichtbar machen, okay. Ja, dann macht einfach eine... Ja, einen ganz normalen Sprung, das reicht. Mach uns unsichtbar. Ist das schon der Endboss? Also Tuba Bloba meinte, da ist halt niemand. Ein Niemand, hat er glaube ich gerade gesagt, so richtig, ne? Gib mir BP. Naja, da hab ich Verteidigung nicht drin gekommen. Naja. Okay, komm. Okay, ich kann einfach weiter auffüllen jetzt. Das macht sich aber generell nicht schwer. Ich mag diesen Angriff, mag ich überhaupt nicht. Okay, lädt er sich wieder auf, das ist kein Thema. Trotzdem den Powersprung bitte ausführen. Und jetzt einfach wieder eine Verteidigung. Das ist doch, läuft eigentlich ganz gut. Also, ja, das läuft auf jeden Fall alles besser als der allererste Bosskampf. Der war ja wirklich einfach der schlimmste von allen, wenn ihr euch noch erinnert. So, ich nutze aber auf jeden Fall jetzt nochmal die Sternkraft. Und eigentlich eine ganz gute Gelegenheit wirklich für einen Boss, war einfach so kurz vorm Level up. Da lohnt sich das noch so richtig, glaube ich. Aber weil, weiß jetzt nicht. Naja, ist halt einfach so, Punkt. Keine Ahnung, ich krieg das nicht hin. Und so einfach ganz lange. Das könnte klappen, wenn ich das so mache. Ja, vielleicht habe ich vielleicht noch mal die Gelegenheit, das zu üben. Das wäre ganz cool. Aber erstmal, ja, mach. Powersprung und unsichtbar. Das ist wieder ein bisschen knapp tatsächlich. Also ich würde jetzt gerne erstmal blocken. Ja, fick dich. Er muss gleich ein Item nehmen, das ist okay. Wobei, ich guck mal kurz, wie viel. Ah, okay, ich hab eine Taktik gefunden. Einfach von rechts die ganze Zeit gegen den Stick drücken. Autschi, autsch! Das tat weh. Ich muss hier weg. Na, was? Nein? Hallo? Fresh? Was ist das? Das ist jetzt aber fresh. Das ist jetzt aber ultra fresh. Es ist an der Zeit für eine kleine Wiedervereinigung. Okay, ich komme doch noch Tuba Bloba und ich habe überhaupt keine Energie. Oh, jetzt fühle ich mich gut. Was ist das denn? Ich erstelle jetzt einfach mal einen Speicherpunkt, weil es ist schon fresh jetzt. Hallo?
Items, was haben wir denn für Items? Trockenpilze, ganz viele. Ich hab einen Lebenspilz für den Fall tatsächlich. Na komm. Da ist ein Tod, überlebe ich, aber wir müssen ihn halt scannen. War schon frech, ich hab so alles rausgeballt und dann so, ja nee, kriegst keine EP für den Kampf. Das ist Tobabloba, nunmehr mit seinem Herz wieder vereint. Das ist sein wahres Selbst. Maximale KP 10, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Vermutlich. Seine Hip-Attacke verloren, sagt 6 Punkte Schaden. Sei vorsichtig, ich weiß nicht genau, wie seine anderen Attacken aussehen. Aber ich glaube, er ist viel schwächer als vorher. Er hat beschwert, das Herz ist also der starke Punkt. Okay. Nehme ich tatsächlich diesmal recht gerne. Mach ich mal. Wenn ich dann für einen Boss kaufe, ne Leute? Habe ich Schaden genommen? Oh, ich bin tot. Fuck. Ich bin einfach gestorben. Okay, cool. Ich bin auch statisch geladen. Okay, cool. Und da geht die Ladung nicht auf ihn ab. Das ist ein bisschen komisch, aber gut. Komm, Kopfnuss. Jaul! Okay, es war einfach nur eine entspannte Abschiedsrunde. Ja, Level Up, KP. Ich brauch's einfach. Oh nein. Obwohl mein Herz und mein Körper vereint sind, bin ich trotzdem nicht unbezwingbar. Jetzt bin ich wieder der nicht unbezwingbare Tobabloba. Das ist so lahm. Ich gebe auf. Vergib mir. Ich lasse auch alle Geister wieder frei, die ich gefressen habe. In Wirklichkeit bin ich nur ein sehr sensibler Kerl, der in einen riesigen Körper gefangen ist. Ich will nicht länger unbezwingbar sein. Ich finde diese klassischen Rollenbilder furchtbar. Bitte, lass mich einfach gehen. Wein nicht aus, Kumpel. Weinen ist sehr lehrreich. Geschieht dir recht und alle, die gefressen wurden, sind wieder zurückgekehrt. Wie auch immer das funktioniert. Aber ich werde allen sagen, dass die armen Tobabloba nicht mehr zu erschrecken. Früher haben wir Tobabloba Tag und Nacht erschreckt, weil er so ein Feigling war. Aber egal, wir bereuen es nicht. Immerhin ist es die Aufgabe von uns Geistern, Leute zu erschrecken. Aber ja, lass sie mal in Ruhe. Hab ich ganz nett. Nebenbei, das war eine sehr erfrischende Erfahrung. Noch nie zuvor habe ich so etwas verspürt, Herz. Und natürlich habe ich auch viel dabei gelernt. Ich glaube, ich sollte etwas mehr über die Welt in Erfahrung bringen. Daher werde ich dich noch ein Weilchen begleiten. Geht das in Ordnung, Mario? Natürlich geht das in Ordnung. Abgemacht. Und natürlich... Ah, Mario, hier, der Stern übrigens, hier, schenke ich dir. Hier, Mario, er ist wieder frei. So, machen wir aber in der nächsten Folge, Leute. Das ist halt immer so, wobei wir kriegen das in Komm, ich sammle den noch ein und mach dann gleich ein Safe State. Da. Kapitel Ende. Das Geheimnis von Tobabloba wurde gelüftet und Professor aus seinen Klauen befreit. Jetzt, dass Tobabloba nur noch ein böser Traum ist, können die Buhus noch herzlos herumspuken. Selbst der Wind, der sein Lied in die Schlucht erklingen lässt, scheint einen Sieg zu feiern. Zumindest im Moment.
Mit seiner neuen Freundin, Buhu, im Schlepptau begibt sich Mario auf die nächste Etappe seiner Reise. Aber liebe Leute, das erst in der nächsten Folge. Wirklich ein Safe State. Und wollen wir nicht speichern und weiter? Wenn ich dann lade, dann lade ich dann irgendwie direkt. Ich speichere auch mal ab und mache weiter. Und dann gucke ich einfach mal, wie dann die nächste Folge beginnt. Also, bis dann und ciao.